Hallihallo und schön, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Video und zu meinen Neuzugängen im Januar. Falls ihr das erste Mal hier seid, ich bin die Dorothea, ich liebe es, über Bücher zu reden und zu lesen. Ja, ich lese sie auch. Aktuell hänge ich ein bisschen hinterher. Aber anderes Thema, wir sind bei den Neuzugängen. Und wie immer fangen wir erstmal mit den E-Books an, bevor wir zu den Büchern kommen, die hier vor mir liegen. Genau, und zwar fange ich auch gleich an mit einem Rezensionsexemplar, das ich auch schon gelesen habe, wo ihr im Lesemonat Januar mehr darüber erfahrt. Und zwar geht es um James Knight, das zweite Band der Knights-Reihe von Freya Miles. Es geht hier um James Knight, den lernt man auch schon ein kleines bisschen in Band 1 kennen. Und sagen wir einfach mal so, es gab etwas sehr Tragisches und er ist aus New York geflohen und lässt seinen besten Freund zurück, sowie dessen Schwester Ellie Monroe, die ja, sagen wir mal, schon ein bisschen sein Herz erobert hat. Und dann passiert wieder was und er muss zurück nach New York und sich seiner Vergangenheit, seinen Schmerzen und den dunklen Flecken seines Lebens stellen. Und wir sind dabei. Und ja, mehr sage ich dazu nicht. Dann ist bei mir noch eingezogen, erinnere mich an den Winter von Eva Baumann. Kajas Leben als Magd besteht aus harter Arbeit und Furcht vor dem einzigen Gott, der Menschen bestraft, die nicht ihren Platz im Leben akzeptieren. Ungerechtigkeit in der Gesellschaft ist Gott gewollt und die Kirche hat ihre eigene grausame Art, Sünder zu lehren. Der grau gekleidete Fremde, der vor 10 Jahren in Kajas Leben getreten und wieder verschwunden ist, muss ein Traum gewesen sein, den Kaja aus Angst selbst zerstört hat. Wintergott Reas versucht, die Welt zu retten, doch die Menschen verlieren den Glauben an die Götter der Jahreszeiten und lassen den Gott der Angst, der sich der Einzige nennt, in ihrem Herzen regieren. Liebe ist die einzige Macht, die sich der Angst entgegenstellen kann, doch wie soll der kalte Gott des Winters lieben lernen? Kaja könnte die Antwort sein. Sie hat ihn geglaubt, bis sie aus Angst vor dem Einzigen den Glauben verlor. Reas betritt nach 10 Jahren ohne Winter wieder die Menschenwelt, doch er muss einsehen, dass Gefühle schwerer zu beherrschen sind als Eisstürme. Das hat sich so gut an. Am liebsten ist gleich gelesen. Aber ja, es ist erstmal auf meinen Sub gewandert. Cursed Hearts, Götter der Zeit von H.C. Hope. Das habe ich tatsächlich gelesen. Ja, ich habe auch welche schon gelesen in diesem Monat. Ja. Und zwar geht es hier um Tai, ich meine so wirklich, wie man ihn ausspricht. Ist arrogant, luxusgewöhnt und auf ihn lasse sein uralter Fluch. Als Zeitjäger wurde er vom Gott Kronos verdammt, die Menschen ihre Zeit zu stehlen. Also wenn man sozusagen vom Fernseher hockt und Netflix suchtet, bekommt die Uhr, die über mich schwebt, sozusagen die verschwendete Zeit. Und umso voller die Uhr ist, umso mehr kriegt er und kann dadurch schon sehr lange leben. Und es gibt natürlich auch einen Gegenpart zum Zeitjäger und die versuchen ihn halt, diese Familie, die verflucht worden ist, zu töten und zu verhindern, dass sie eben meine Zeit rauben. Ja, und er ist jetzt wieder zurück an der Oxford University, weil Studenten anscheinend sehr viel verschwendete Zeit haben und trifft dort auf Livia. Und sie fasziniert ihn und deswegen muss man rausfinden. Das ist aber eine Neuauflage eines bereits erschienenen Romans, und zwar Cursed Hearts, Fesseln der Zeit. Ja, aber es hat sich sehr, sehr, sehr gut angehört. Dann ist bei mir eingezogen auch noch Back to the Millionaire von Katie McAllister. Als ihre geliebte Nichte in Schwierigkeiten gerät, ist Beam fest entschlossen, ihr zur Seite zu stehen. Auch wenn das bedeutet, dass sie nach Griechenland zurückkehrt und ihrem ehemaligen Ehemann Neo gegenübertreten muss. Dabei wollte sie genau diesen und ihr gebrochenes Herz unbedingt vergessen. Neo hat sein Leben damit verbracht, über die einzige Frau, die er je geliebt hat, hinwegzukommen. Und ist gescheitert, als Beam
also wieder in sein Leben tritt, verlangt, dass er aufhört, ihre Nichte zu schikanieren, ist er alles andere als begeistert. Doch schnell merken beide, dass sich alte Gefühle nur schwer verdrängen lassen und plötzlich holt sie ihre Vergangenheit ein. Können sie vergessen, was geschehen ist, oder werden sie diesen Fehler wiederholen? Das hört sich so spannend an. Und auch eingezogen ist alles, aller Anfang ist Liebe. Oberländer Reihe Band 1 von Julie Löwe. Joe bekommt in ihrer Werbeagentur die große Chance, auf die sie schon lange gehofft hat. Ein Marketingprojekt für einen wichtigen Kunden, noch dazu in ihrer Traumstadt Amsterdam. Sie will unbedingt einen guten Job machen. Das ist nicht hilfreich, dass ihr Auftraggeber Magnus auf bestehende Weise mit ihr flirtet. Entschuldigung, bestechende Weise auf Weise mit ihr flirtet. Und warum taucht ausgerechnet jetzt Jens nach vielen Jahren wieder in ihrem Leben auf? Sofort zieht es sie auf magische Weise in seinen Bann. Doch was weiß sie überhaupt über ihn und kann sie ihm trauen? Schließlich hat er sie damals sehr verletzt. Zu allem Überfluss hat Joe plötzlich Träume, die beängstigend real wirken. Ihr ist das alles zu viel. Da kann Rike, ihre beste Freundin, ihr noch so gut zureden. Endlich passiert wieder was in deinem Leben. Doch Joe ist gerade alles andere als an einer Romanze interessiert. Dumm nur, dass ihr Herz eine ganz andere Meinung dazu hat. Hoho. Ja, das waren meine E-Books. Ja, sind diesen Monat doch nicht so viele wie sonst eingezogen. Ich versuche mich zurückzuhalten, sagt sie. Und schaut vor sich und denkt so, zurückgehalten. Wir fangen erstmal mit den Büchern an, die ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen habt. Und zwar kam einmal meine Bestellung von Chest und Fandom. Leibodogo, das neunte Haus, wer die Hölle kennt, mit dem Buchschnitt. Und falls ihr euch fragt, ja, Band 1 ist schon gelesen, das wandert nicht auf meinem Sub. Ich finde, die sieht so cool aus. Da sieht der Hase schön aus. Da gefällt er mir nicht so, ich gebe es offen und ehrlich zu. Für diejenigen, die von dieser Reihe noch nichts gehört haben, wir lernen hier Alex kennen. So, dann spiegelt sich das ja. Alex kennen. Das neunte Haus, im neunten Haus sozusagen in der Verbindung mit drin ist. Es gibt 8 Verbindungen auf, ist es jetzt wieder Yale, genau, ich muss aufpassen, dass ich die Universität nicht vertausche. Yale, es gibt 8 Häuser, 8 Studentenverbindungen, die sagen wir mit gewissen Ritualen dafür sorgen, dass sie ja den Kurs der Börse beeinflussen können oder die Muse sie packt und sie Bestseller schreiben, also je nach Verbindung gibt es verschiedene Rituale und dann taucht plötzlich eine Leiche auf und das neunte Haus ist sozusagen der Wächter der anderen. Und Alex versucht herauszufinden, welche Verbindung sich nicht an die Regeln hält. Und ja, ich verstehe, warum manche nicht so begeistert von dem Buch sind, weil man muss zu einem gewissen Punkt in diesem Buch kommen, dann liebt man es. Ja, und ich bin total gespannt, wie es hier weitergeht. Also wirklich, ich habe so gehofft, dass es ein zweites Band gibt, weil da wurden mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Deswegen bin ich gespannt, wie es hier weitergeht. Ja. Und dann kam noch ein Exemplar von der Bücherbüchse. Und zwar Stolen Time zwischen den Welten von Danielle Rowling. Und mit diesem wunderschönen Buchstab, der gefällt mir so gut. Und ich muss ehrlich zugeben, das Buch wollte ich unbedingt haben, weil die Hauptfigur so heißt wie ich. Na ja, gut, die englische Version davon. Und zwar Seattle 1913. Auf der Flucht vor einer arrangierten Ehe läuft die 16-jährige Dorothy dem Piloten Ash in die Arme und schleicht sich kurzerhand an Bord seines Flugzeugs. Was Dorothy nicht weiß, Ash ist ein Zeitreisender aus dem Jahre 2077 und kommt aus einer Zukunft, die durch Erdbeben und Flutkatastrophen vollkommen zerstört wurde. Eine kleine Gruppe von Zeitreisenden stellt sich dem Verfall entgegen und versucht die Welt
wieder in Ordnung zu bringen. Doch dafür müssen sie den Mann finden, der das Geheimnis des Zeitreisenden gelüftet hat und nun verschwunden ist. Keiner ahnt, dass Dorothys Ankunft der Schlüssel zur Lösung aller Probleme sein könnte oder der Anfang vom Ende. Ich bin total gespannt darauf. Ach ja, mir gefällt auch das Cover total. Und schaut euch hier drinnen an. Ja, es ist einfach so, so schön. Und wenn ich das hier jetzt wegnehme, oh, das sieht doch einfach toll aus. Ja, also, ja. Und das ist Band 1. Ja, ich weiß, ich wollte dieses Jahr Buch rein beenden. Ich bin auch kräftig dabei. Aber jetzt habe ich halt mal wieder neue. Genau. Dann ist endlich was bei mir angekommen. Da habe ich mich so drauf gefreut. Das Video verlinke ich euch unterm i. Ich habe mir ja die Luxus Collections von der Wicked-Reihe von Jennifer L. Armentrout bestellt. Ich glaube, die heißt auf Deutsch anders. Ich schaue gerade nach. Auf Deutsch heißt sie genau Eine Liebe zwischen Licht und Dunkelheit. Und Wicked heißt Band 1. Und das ist sie. Das sind sie, die vier Bänder. Wicked, Torn, Brave, Kissed. Und wenn ihr genauer wissen wollt, wie die alle aussehen und nicht nur hier mal den Buchschnitt, schaut in dem Video vorbei, wo ich das Unboxing mache. Ja. Und diesmal bin ich vorbereitet. Ich habe mir den Klappentext extra hier aufgemacht, dass ich euch sagen kann, um was es eigentlich wenigstens in Band 1 geht. Ja, ich finde es, weil ich muss es ja natürlich jetzt lesen, weil ich kann mir nicht sowas bestellen. Erstens, ich habe es noch nie gelesen. Ach ja, aber ich konnte einfach nicht. Ich gebe es offen ehrlich zu, die Covers waren einfach so, muss ich haben. Ja, aber die Bücher waren eh schon so lange auf meiner Wunschliste, also das war jetzt eigentlich nur ein Grund mehr, sie zu holen. Der Klappentext. Von Band 1. Auf den ersten Blick ist Ivy Morgan eine normale junge Frau. Sie genießt das Studentenleben in New Orleans und ist seit dem tragischen Verlust ihrer ersten großen Liebe überzeugter Single. Nur wenig ihrer Freunde wissen, dass Ivy einem Orden angehört, der die Menschen in New Orleans vor übernatürlichen Wesen schützt. Eines Tages wird Ivy von einer Fee angegriffen und schwer verletzt. Schnell ist klar, dass es bei dem Feenangriff nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Deshalb schickt der Orden seinen Elitemann Ren Owens nach New Orleans, um die Sache gemeinsam mit Ivy aufzuklären. Ren ist attraktiv, arrogant und flirty. Alles Dinge, die Ivy gehörig auf die Nerven gehen. Doch er ist auch so verboten sexy, dass sie ihm schon bald nicht mehr widerstehen kann. Also, muss ich bald lesen. Und nachdem ich auch gesehen habe, dass es anscheinend ein Band 5 dieses Jahr rauskommt, ich habe noch keinen Plan bisher, bis, wie, wo, nur gesehen bei Amazon. Und ich dachte mir so, oh, jetzt habe ich die in dieser wunderschönen Ausgabe. Ob die Bücherbüchse dann Band 5 auch noch so hinterher schickt? Und dann dachte ich mir, erst mal lesen. Dann machen wir alles weiter. Erst mal lesen. Genau. Und das waren noch nicht alle Bücher. Ich konnte mal wieder nicht widerstehen. Es ist Januar. Rebuy macht da ja immer so kleine, am Anfang so wie soll man sagen, Rabattaktionen. Und ich hatte noch ein paar Gutscheine von meinen Verkäufen vom letzten Jahr. Und ich habe zugeschlagen. Ja, ich mache aber das jetzt im Schnelldurchlauf. Weil, wie gesagt, ich gehe mal davon aus, ihr habt die schon gesichtet, das Video. Wenn nicht, ich verlinke es euch unter dem i und unten in der Infobox. Genauso wie das Video mit dem Unboxing von meiner Wicked-Reihe. Genau. So, fangen wir an. Ich versuche hier meine Buchreihen zu beenden, also muss ich mir auch Bücher holen, die mir noch fehlen. So, dann fangen wir an mit dem ersten Band von Christine Fehan, Highway to Love. Band 2 habe ich ja schon gelesen, das ist die Dark Romance-Reihe von ihr, wo die Covers wirklich nichts verraten, wie es da drin wirklich zugeht. Ich gehe davon aus, Band 1 ist genauso schlimm wie Band 2. Ja, dann kann ich die Vampir-Reihe von ihr weiterlesen, Dunkle Macht der Leidenschaft, auch von Christine Fehan. Das ist einer der Bänder, der mir noch gefehlt hat.
Dann kommen wir zu einer Reihe, die ich noch nicht angefangen habe, aber die zum gleichen Universum gehört. Also, ich finde immer Ausreden, um neue Bücher zu kaufen. Und zwar Black Dragons, einmal Wo Rauch ist, ist auch Liebe und Ein Flirt mit dem Feuer von Katie McAllister. Ich liebe ihre Drachenreihe. Okay, ich habe eigentlich fast alle Bücher von ihr. Außer die historischen, die habe ich nicht. Nein, aber Fantasy. Und Light Dragons, eine feurige Angelegenheit, da habe ich auch schon ein Band von ihr. Ich kaufe mir so langsam und sicher alle Alben nach. Das auch. Dann, oh, ich sehe gerade, da fehlt noch ein Christine Feehan Buch. Blutrote Seelen habe ich mir auch noch geholt, gehört auch zu ihrer Vampirreihe. So langsam aber sicher bin ich wieder auf dem aktuellen Stand. Dann von Janine Frost, Verlockung der Nacht, ist von Kate und Bones heißt er doch. Ja, Reihe. Da fehlt mir jetzt nur noch ein oder zwei Bände, dann bin ich auch damit fertig. Wenn ich es dann endlich mal lese, ne? Genau. Dann kann ich endlich Schattenkämpfer und Klingentänzer weiterlesen von Mark Lawrence. Da habe ich vor 2 Jahren zum Geburtstag das erste Band bekommen. Ich habe mir jetzt 2 und 3 geholt. Somit kann ich die Trilogie beenden. Muss nur endlich anfangen zu lesen. Ja. Und von Nalini Singh habe ich mir Cherry's Dream and Cherry's Hope noch geholt. Somit fehlen mir hier, glaube ich, auch noch ein oder zwei Bände und dann hätte ich die Reihe auch beendet. Das sind jetzt normale Liebesschnulzen. Ich liebe, okay, ich mag solche Bücher. Ab und zu mal ist es genau das Richtige. Nalini Singh hat auch eine 2-Fantasy-Reihe, die ich absolut liebe und feiere. Deswegen, das sind so Bücher, wo ich mir immer nehme, wenn es mir eher schlechter geht. Genau. Und das waren meine Neuzugänge für Januar. Geht doch. Also, würde ich jetzt sagen. Ja, ich muss die nächsten Monate mich ein bisschen zurückhalten, weil ich eventuell eine Wohnung für mich gefunden habe, die einfach geil ist. Ich will mich nicht so früh freuen. Ich habe noch keine Zusage. Ich weiß nicht, ob ich sie kriege, aber ich hoffe es, weil dann hätte ich mehr Platz. Ich habe eine kleine. Die ist zu klein für mich. Okay, das war's für heute. Abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Video wieder und ja, bis dann.